Oh nein, ich war so weit. Ich habe zwei miese Sprünge geschafft. Hackst du? Nee, eigentlich nicht. Ja gut, also ich hack ja hier in der Aufnahme. Wäre auf jeden Fall ziemlich schlau. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Jumpy Jump. Und ich habe gerade Flash gespielt. Sieht man vielleicht ein bisschen, weil ich werde jetzt alles wohl ein bisschen vorkalkulieren. Und ja, wir spielen mal wieder Jumpy Jump. Die Map weiß ich gerade nicht, wird von jemand herausgefordert. Und ja, aber sie erinnert mich ziemlich an eine Map bei Super Jump. Wie hieß sie? Ich weiß es echt nicht mehr. Da vorne ist es schon das Ziel. Oh, nice. Schon gemacht. Gebaut von X-Dragon Fire X. Mich würde es nur mal interessieren, was für eine Map das gerade war. Das war die Map Forgotten City, hieß sie. Da werden wir jetzt mal einfach mal irgendjemand herausfordern. Was für eine Map haben wir denn noch nicht gehabt? Endpillars hatten wir noch nicht. Werden wir mal machen. Endpillars. Gucken wir aber mal, ob er unsere Anfrage annimmt. Und nice. Okay, wir sind drin. Das ist eine Endmap. Hätte man sich auch gedacht eigentlich. 3, 2, 1 von Saphirin sogar gebaut. Oh shit, ist sie schwer. Direkt am Anfang Vierersprung. Nice. Runter. Nein, natürlich. Ach nein, das ist jetzt dumm. Boah, diese Map ist mies. Oh shit. Ich glaube, das ist auch wieder eine Hard Map. Oh shit. Ich hoffe, hier ist irgendwo ein Checkpoint. Weil ohne wäre das schon ziemlich mies. Zack. Der ist einfach viel weiter wie wir. Und er hat das Spiel verlassen. Nice. Immer diese Lieber. Ja, genau. Immer diese Lieber. Einfach mal zur Warteschlange. Ach, die Endmap will ich aber nicht nochmal machen. Forgotten City. Okay, machen wir halt nochmal Forgotten City. Ja, kann man machen. Ich mache wie immer Uncut, also ich werde mal sagen, Jumpy Jump kann man wirklich Uncut machen, weil man kann direkt wieder Leute herausfordern und ja, es läuft einfach. Man merkt einfach, wie der Spielfluss läuft. Und man merkt auch, wie meine Tode laufen. Ja, auf jeden Fall, also bei Jumpy Jump kann man das eigentlich Uncut machen. Und was mache ich hier für eine Scheiße? Ohne Witz. Ja, wie gesagt, man kann das Uncut machen. Da man direkt Leute herausfordern kann und es einfach nie lang dauert, bis man jemand findet. Ach, das ist der Anfang. Ich dachte gerade, man könnte hier abkürzen. Die bösen Gedanken waren schon da. Ich habe hier schon an Abkürzen gedacht. So, auf jeden Fall hier immer noch weiter. Ich dachte halt, wie gesagt, dass das hier das Ziel wäre. Der wäre natürlich so eine Abkürzung, wäre natürlich ganz nice. Ich hoffe mal, dass wir das jetzt noch gewinnen. Ja, nice, das haben wir gewonnen. Der hatte null. Ah ne, ich hatte null Abstand zu dem Ding. Okay, gut. Machen wir eine Herausforderung. Hier sind gerade so viele Spieler. Machen wir mal Arena, Hexenturm. Hatten wir alles schon. Wir hatten, glaube ich, jetzt schon alle Maps. Aber Endpillars habe ich noch nicht. Okay, der spielt gerade gut. Nur das Problem ist halt, dass es halt nicht abwechslungsreich ist, weil es halt noch nicht viele Maps gibt. Aber ich denke mal, die werden schon noch neue Maps hinzufügen. Da werde ich jetzt erstmal die hier perfektionieren, die Maps. Und danach werde ich irgendwann mal. Werde ich vielleicht auch mal eine Pause machen, wenn es keine neuen Maps gibt.
Und ich bin einfach zu dumm für so einen Zweiersprung. Als ob. Diese Map ist eigentlich voll einfach, weil da überall die Falltüren noch sind. Die machen halt nochmal so einen Viertelblock Abstand. Sieht, glaube ich, ganz gut aus. Nice, wir haben es geschafft. Wir können jetzt auch zum Gegner kurz gehen und ihn noch ein bisschen trollen. Wer hält PvP an, wäre das voll lustig, weil dann könnten wir ihn am Schluss noch so richtig weghauen. Arena ist auf jeden Fall eine Map, die kann... LOL. Ich habe gerade einfach nur drauf gedrückt und in dem Moment direkt eine Runde rein. Machen wir halt nochmal Forgotten City. Man kann es auch nicht verhindern, dass man jetzt Maps doppelt spielt. Vielleicht haben die Leute auch keinen Bock auf dieses Endteil. Oder sie spielen schon mit anderen Leuten. Nur diese Map kann ich jetzt... Also Arena würde ich sagen, Arena und diese Map hier... Würde ich sagen, kann ich jetzt. Ja, die kann ich auf jeden Fall. Und dann versuche ich jetzt noch in eine andere Runde reinzukommen auf jeden Fall, damit wir hier noch ein bisschen Abwechslung haben. Könnt ihr auch einfach nur sagen, dass wir jetzt Einstellungen deaktiviert. Gut, ich kann nicht in die Einstellungen. Zurück zur Lobby. Nein, das mache ich nicht. Herausfordern. Mache ich jetzt einfach hier. Ich will diese Endmap spielen. Ich will diese Endmap spielen. Mach jetzt Endmap. Nimm an. Der hier scheint AFK zu sein. Nehmt an, Leute, bitte. Endpillars. Komm, ich spam dich jetzt zu. Du musst jetzt annehmen. Kann das sein, dass niemand annimmt hier? So, Endpillars. Nice, wir sind jetzt drin. Super Banana 5601 hat angenommen. Auf jeden Fall. Yo, ich glaube, der wird jetzt direkt leften. Weil er hat geschrieben, nee. Also er kennt die Map. Nicht das. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass er leften wird. Das dumpfe Gefühl, dass er leften wird. Und ich glaube, es wird sich auch gleich... Aber ich hoffe, dass ich jetzt mal ein bisschen weiter springen kann, wie eben. So. Ich hoffe, dass ich jetzt wenigstens mal hier hochkomme auf den ersten Turm. Ich finde diesen Sprung auch so schwer. Und da, ich habe den Sprung, glaube ich, vorhin auch noch geschafft. Und genau in dem Moment geht der AFK. Jo, ich habe 0 Tode. Läuft bei mir auf jeden Fall. Nice, ich habe die Leiter geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was ist das? Was ist das für ein Part, bitteschön? Nein! Nein! Och nein! Jetzt bin ich hier runtergefallen. Oh nein, ich war so weit. Ich habe 2 miese Sprünge geschafft. Hackst du? Nee, eigentlich nicht. Ja gut, also ich hack ja hier in der Aufnahme. Wäre auf jeden Fall ziemlich schlau. Ja, nur wegen den 0 Fails oder was? Aber ich bin noch nicht weit gekommen dadurch, durch die 0 Fails. Ich hab's doch noch nicht geschafft. Ich hab's doch keine. Was hast du denn für Probleme? Ich fall halt nur bei den Sprüngen runter. Das ist sozusagen ein kleiner Checkpoint, weil ich fall bei den Sprüngen runter. Oh Mann. Mann, das ist so nervig, wenn man den Leuten das erklären muss. Und ich hoffe, dass sie sich... Oh, nice, wir haben den Sprung mal wieder geschafft. Nein! Och, der war leichter. Nein, jetzt müssen wir von vorne anfangen. Was? Ah ja. Ja, guck, ich fail jetzt auch. Ich kann auch failen. Ja, jetzt auf einmal. Würdest du vielleicht auch mal selber spielen? Bei dir würde ich auch mal was machen, weil du hast 19 Tode.
Und ich glaube, so wie du redest, warst du noch nicht mit Abstand da, wo ich war. Was mache ich jetzt schon wieder? Jetzt war ich eben im Flow drin und bin einmal an einer Stelle runtergefallen, wo ich ganz runterfall. Ja, es war so klar. Es war von Anfang an klar, dass dieser Typ lief. Mann. Ach, was für eine Map nehmen wir denn jetzt? Canyon. Komm. Canyon. Dschungel. Ach nein. Was habe ich denn jetzt? Canyon. Gut. Okay, haben wir die Map genommen. Ja, GL auf jeden Fall. Also ich schreibe das normal ja nicht, aber wenn die Gegner das schon schreiben, dann muss man ja sagen. Dann bin ich so fern, schreibe es auch, aber normal habe ich jetzt wegen der Aufnahme jetzt nicht so viel Bock darauf, das zu schreiben. Oh, der scheint besser zu sein. Ne, hat auch einen tot. Jetzt können wir es nach Hause bringen. Aber die Sprünge sind mies. Hey, wo hat er hier noch gefailt? Hier gibt's doch keine Fail mehr. GG. Wie hat er da noch gefailt? Das frage ich mich nur. Da waren doch jetzt wirklich nur Parts dabei, wo man immer failen kann. Und ich merke gerade, dass die Runde einfach... Also, dass diese Folge jetzt einfach schon 11 Minuten lang ist. Und da muss ich jetzt mal langsam aufhören, weil... Das ist so eine Sucht sozusagen, dieses Jump'n'Run. Ich liebe Jump'n'Runs, deshalb... Also, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, schaut morgen wieder vorbei. Tschüss.